Es gab, Freunde, habt ihr auch diese Nachricht mitbekommen? Kylie Jenner wird aller Voraussicht nach die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. 900 Millionen Dollar ist sie schon schwer und das Ganze mit dem Verkauf, Achtung, von Lippenstift und Eyelinern im Internet. $29 aufwärts kosten solche speziellen Lippenstifte. Damit lässt sich ganz offensichtlich eine schöne Stange Geld verdienen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was hat denn das jetzt hier mit Skat zu tun, dann verrate ich euch natürlich auch die Antwort. Logischerweise, wenn ich sowas höre, dann komme ich nicht drum hin, mich zu fragen, ob ich denn noch im richtigen Geschäftszweig unterwegs bin und habe natürlich gerade mal überlegt, ob ich nicht auch meine eigene Lippenstiftkollektion auf den Markt bringen soll. Dann allerdings würden meine Videos wohl ein bisschen anders ausfallen und für Kartenspiele hätte ich einfach nicht mehr so viel Zeit. Ihr könnt mich jetzt von dieser wahnwitzigen Idee abbringen, indem ihr vielleicht statt die nächsten $29 in Lippenstift zu investieren, hier auf meiner Ska-Patreon-Seite mich ein bisschen unterstützt, mir den Rücken frei haltet. 16 Follower habe ich da schon, die ein bisschen was für mich dazugeben. Euer Name in meinen Videos und es gibt weitere Sachen. Ich will doch eigentlich gar nicht in Lippenstift machen. Ich will in Kartenspielen machen und da gibt es jetzt ab 8 und ab $10 im Monat von mir eine persönliche Widmung und dazu die Skatinselkarten, in denen so viel von meinem Herzblut drinsteckt. Hier habe ich sie nochmal. So sehen die aus. Das sind die Karten, mit denen ich hier auch manche von meinen Rocket-Videos mache. Jetzt kommt also ihr, ich rufe euch auf, stürmt meine Patreon-Seite, stürmt auch die Läden, meinetwegen auch Amazon, schleppt so viele von den Kartenspielen nach Hause, wie ihr tragen könnt, und beweist mir, dass ich im richtigen Geschäft unterwegs bin.